Ich möchte heute über das spannende Thema sprechen, die letzten Tage. Die aktuelle Krise wirft nämlich bei vielen von uns die Frage auf, sind wir denn jetzt in den letzten Tagen der Endzeit angekommen? Könnte Jesus jetzt theoretisch wiederkommen? Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Ereignisse? Erstmal die Frage, warum sprechen wir als Christen überhaupt über so Begrifflichkeiten wie Endzeit? Woher kommt das überhaupt? Das kommt daher, kurz gesagt, weil die Bibel darüber spricht. Die Bibel hat verschiedene Begrifflichkeiten, um die letzten Tage, das Ende zu beschreiben. Und ich möchte heute, ja, ob es mir gelingt, weiß ich wirklich nicht. Ich hoffe auf Gott und seine Hilfe. Ich möchte eine Einführung in dieses Thema, auch mit dem Blick auf die aktuelle Situation, geben. Und das ist wirklich nicht einfach, denn Endzeit ist aus meiner Sicht das komplizierteste, das schwierigste, komplexeste Thema, was wir in der Bibel vorfinden. Was unter anderem auch dazu führt, dass viele Christen sich so davon überfordert fühlen, dass sie gar nicht erst den ersten Schritt machen, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wen von euch das eventuell betrifft, aber wenn man erstmal anfängt, sich in diese Thematik hineinzulesen, dann plötzlich kommen Begriffe, ja, sagen wir, Fachbegriffe, Entrückung, Trübsal, tausendjähriges Reich, Antichrist, Gericht. Ja, und dann, und spätestens wenn man mal abseits der Bibel das googelt, dann kommen so schnell Begrifflichkeiten, die einem fast schon Angst machen. Ja? Da trifft man auf Begrifflichkeiten wie Postmillennialismus, Amillennialismus, Prämillennialismus, Dispensationalismus, Bundestheologie und diese ganzen Begrifflichkeiten. Und um das direkt zu sagen, diese Begrifflichkeiten, die sind für uns nicht das A und O. Ja? Gleichzeitig haben sie aber auch einen Nutzen, indem sie verschiedene Glaubensüberzeugungen in einem Wort quasi zusammenfassen, weshalb ich auch heute auf den einen oder anderen Begriff eingehen möchte. Aber für viele von euch gilt es, glaube ich, dass wenn man diese Begrifflichkeiten dann liest, dann fühlt man sich direkt so, als müsste man, okay, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber ich glaube, ich brauche erst eine Bibelschulausbildung oder irgendeinen akademischen Grad, um mich mit dem Thema Endzeit beschäftigen zu können. Geht das euch teilweise so? Und das Ganze wird ja noch erweitert dadurch, dass es unterschiedliche Meinungen zu dieser Thematik gibt, zur Thematik der Endzeit. Wirklich unterschiedliche Überzeugungen. Und ich möchte kurz mal die Frage stellen, warum ist das überhaupt so? Vier Gründe möchte ich euch geben. Was uns auch zeigt, wir müssen nicht Angst haben oder uns unwohl fühlen bei der Tatsache, dass nicht alle Christen das Gleiche glauben. Okay? Denn es gibt diverse Gründe, die uns wirklich bildhaft vor Augen malen, warum es so ist, dass es hier verschiedene Meinungen gibt. Erster Grund, und das ist vermutlich der wichtigste, wir lesen die Bibel als sündige Menschen. Wir sind unvollkommen in unserer Fähigkeit zu interpretieren. Und dazu gehört auch die Tatsache, dass es vielen an sprachlichen oder grammatischen, wie auch immer man es nennen soll, Grundlagen fehlt, um Texte der Bibel zu verstehen. Zweiter Grund, die Bibel spricht an mehreren Stellen über die Endzeit. Und das ist eine große Herausforderung. Wenn ich beispielsweise meinen Geburtstag plane und dann sage ich meinen Eltern, kommt doch gerne zum Kaffee. Und dann sage ich meinen Jungs von früher, kommt doch abends auf ein Glas Wein vorbei. So, dann haben verschiedene Leute verschiedene Infos von mir bekommen über diesen Tag meines Geburtstags, quasi vergleichbar mit der Endzeit. Aber sie werden erst dann ein vollständiges Bild von meinem gesamten Geburtstag haben, wenn sie verschiedene Quellen in Betracht ziehen. Und der eine wird das sagen und der andere wird das sagen. Das bedeutet nicht, dass sie sich widersprechen, sondern nur, dass sie aus verschiedenen Perspektiven sprechen oder auch von verschiedenen Ereignissen. Dritter Grund. Wo die Bibel über Endzeit spricht, ist es sehr oft eine schwierige Mischung aus wörtlich gemeinter Sprache und symbolischer Sprache. Und das ist quasi eine Herausforderung für die Auslegung. Was ist wörtlich gemeint? Was ist bildhaft gemeint? Vierter Punkt. Viele beginnen, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, eben nicht mit der Heiligen Schrift, sondern mit Büchern, Artikeln, Predigten oder auch ihrer eigenen Prägung.
Das heißt, wir haben hier die Gefahr der Voreingenommenheit. Und wer von euch noch in der glücklichen Position ist, noch, also was heißt glücklich, ja, eigentlich glückselig, wer diese Sachen kennt und versteht, auf jeden Fall. Aber in gewisser Hinsicht ist derjenige, der eben noch nicht vorgeprägt ist, in einer nützlichen Situation, denn ihr könnt beim Text der Bibel beginnen, okay? Deswegen, wer sich das notieren oder später nachhören will, Predigten sind ja auch im Internet verfügbar, die wichtigsten Stellen, was aus unserer Perspektive des Neuen Bundes wohlgemerkt, über die Endzeit sind folgende. Offenbarung, Kapitel 1 bis 22, also das ganze Buch Offenbarung. Daniel, Kapitel 6 bis 12. Matthäus, Kapitel 24 und 25. Lukas, Kapitel 21. 1. Thessalonicher 4, 2. Thessalonicher 2. Lest es euch gerne durch. Lasst euch darauf ein. Obwohl es nämlich verschiedene Meinungen und Überzeugungen zu diesem Thema gibt, müssen wir Folgendes festhalten. Und das ist wichtig zu hören, damit wir nicht denken, ach, verschiedene Christen haben verschiedene Überzeugungen, ich halte mich aus der Thematik raus. Nein, dass Gott uns etwas über die Endzeit sagt, ist ein großer Segen und hat ein Ziel. Hier nur einige Beispiele. Lukas 21, 28, dort sagt der Herr Jesus selbst, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das bedeutet, wir sehen, was noch passiert, wir erkennen es, wie es tatsächlich in der Welt passiert und was passiert, wir sehen, der Herr kommt bald. Halleluja, wir freuen uns. Es löst Freude aus und Trost. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Offenbarung 22, 6. Gott hat die Offenbarung gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und auch Daniel, Kapitel 12, Vers 4, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Gott hat uns nicht verschiedene Texte über die letzten Tage gegeben, damit er uns verwirrt, sondern damit er uns Klarheit gibt, damit er uns darüber unterrichtet, was alles noch auf uns zukommt. Und das ist ein Segen. Und das Buch Offenbarung, das hat im Griechischen ja den Wort, das kennt ihr alle, Apokalypsis. Und Apokalypsis bedeutet nicht Verhüllung oder Verbergung, sondern Enthüllung, Offenbarung. Das heißt, glückselig bist du, wenn du es liest, glückselig bist du, wenn du es verstehst. Der Sinn ist, uns zu führen, uns Klarheit zu geben und auch Trost zu geben, wenn wir erkennen, hier passieren diese Ereignisse und wir erkennen, dass unser Herr bald kommt. Wenn man sich mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzt, ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass bei aller Verschiedenheit der Meinung es doch so viele Dinge gibt, die uns alle im Glauben an Jesus vereinen. Und das ist tröstend zu hören. Und wir wollen auch niemals als Hoffnungskirche an den Punkt kommen, dass wir aufgrund unterschiedlicher Verständnisse, was die Endzeit angeht, irgendwie unsere Gemeinde spalten lassen oder dergleichen. Nein, also das ist wirklich ein Punkt, wo wir anerkennen, das ist ein schwieriges Thema und ein komplexes Thema und es ist ertragbar und wir sollen es auch ertragen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind in diesem Punkt. Was uns aber in all diesen Punkten vereint, um das mal direkt zu sagen, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, die dafür sorgt, ob man gerettet ist oder verdammt wird. Das vereint uns alle als Gläubige. Zweitens, der Glaube an die sichtbare Wiederkunft Christi. Der Glaube an das letzte und endgültige Gericht. Und auch der Glaube an die neue Schöpfung. Das ist es, was uns alle verbindet. Und das sind die wichtigsten Punkte, um das mal klar zu sagen. Lass uns heute mal versuchen, bei Null zu beginnen und schauen einfach, wie weit wir in dieser Thematik heute kommen. Wenn ich aber sage, ich möchte es versuchen, verständlich wiederzugeben, dann meine ich damit nicht, dass es nicht notwendig ist, dass man sich wirklich fokussiert und konzentriert. Ja, und das ist heute, muss man das ja umso mehr sagen, da wir in einer Zeit leben, wo wir uns noch nicht mal Telefonnummern mehr merken. Ja, wo unser Verstand einfach, der verkümmert so. Und wir finden schon gar keine Freude mehr dran. Wir empfinden es als anstrengend und nervig, wenn wir uns auf etwas konzentrieren müssen. Ihr Lieben, natürlich hat Gott uns
als Menschen mit einem Verstand geschaffen. Und er hat es so gemacht, dass es für uns gut und herrlich und fröhlich ist und uns auch Erfüllung bringt, wenn wir uns dessen, wenn wir es gebrauchen und wirklich nutzen. Deswegen, wenn ich sage, ich versuche bei Null anzufangen, dann meine ich nicht, dass es einfach wird. Ja, und möchte euch einladen, wirklich zu versuchen, was ja für jede Predigt gilt, mit voller Fokussierung und Konzentration dabei zu sein. Und nur um einen Punkt noch einzubringen, bevor es quasi, also bevor wir hier in die eigentliche Endzeit hineingehen, ist, vielleicht sind hier ja tatsächlich Leute, die sagen, also das Thema interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Dir möchte ich eine Sache sagen. Mach dir bitte Folgendes bewusst. Wenn wir über Endzeit sprechen und die letzten Tage, dann reden wir nicht über Ereignisse, die innerhalb von Kirchengebäuden stattfinden. Wir reden nicht über Ereignisse, die mit der wirklichen Welt da draußen nichts zu tun hätten. Wir reden, wenn wir über die Endzeit reden, von Ereignissen, die die gesamte Erdbevölkerung und den gesamten Kosmos im wahrsten Sinne des Wortes erschüttern und zu einem Ende bringen werden, Schritt für Schritt. Wir reden, wenn wir über die letzten Tage sprechen, reden wir von deiner Zukunft. Unabhängig davon, wie viel davon dich noch betreffen wird, zumindest wird dich das Ende betreffen. Denn da sehen wir uns alle wieder. Alle sehen wir uns wieder. Wir reden darüber, nicht ob, sondern wie genau es dazu kommt, dass das Königreich der Himmel jedes andere Königreich zu einem Ende bringen wird. Wir reden von dem Ereignis, worüber wir in Philipper 2 lesen. Ich zitiere Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm, Jesus, einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn du also zuhörst, bete ich, dass Gott dir heute Ohren gibt, die wirklich hören, dass du verstehst, es geht hier um die Zukunft von jeder Seele, die je gelebt hat und noch leben wird. Es geht darum, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist wie so das Banner, was wir über die letzten Tage schreiben können. Jesus Christus ist Herr. Und die Gemeinde kann nur sagen, Halleluja und Maranatha, komme bald, Herr Jesus, denn wir gehören zu ihm. Und glückselig, wer sich jetzt schon diesem Herrn von Herzen und aus Liebe beugt, der ja rechtmäßig der Herr ist. Er hat alles geschaffen. Er hat jedem von uns Leben gegeben. Jede gute Gabe unseres Lebens kam von ihm herab. Und er kam aus der Herrlichkeit zu uns in diese zerbrochene, kaputte Welt, ging den Weg des Sünders an ein Kreuz auf einer Müllhalde außerhalb der Stadt, um als Gott, der Mensch wurde, für dich und mich unsere Schuld und unser altes Leben zu bezahlen, zu beerdigen und um aufzuerstehen, um ein neues Leben in Ewigkeit ans Licht zu bringen. Für alle, die eins tun, sich ihm als Herrn anvertrauen. Glückselig jeder, der Jesus als Herrn seines Lebens angenommen hat und auch als Retter. Aber wehe denen, die ihr ganzes Leben leben, die Herrschaft des rechtmäßigen Königs über ihrem Leben leugnen und wegwerfen und von sich weisen und dann vor ihm stehen werden, denn dann gibt es nur noch die Verdammnis. Aber heute ist Gnadenzeit und das rufe ich allen zu. Heute ist es nicht zu spät. Und wenn du heute seine Stimme hörst, komm, denn er ist ein guter Herr. Er ist der Herr, der starb, um aus Liebe zu retten. Hörst du heute seine Stimme, dann komm zu Jesus und bekenne ihn als Herr, unser Jesus Christus. Ja, ich erkenne es und ich bekenne es, du bist der Herr über alles und du sollst der Herr und Heiland meiner Seele sein. Somit kommen wir jetzt zur eigentlichen Frage, okay, was lehrt die Bibel über die Endzeit?
Die Lehre von der Endzeit bezeichnet man in der Theologie als Eschatologie. Das kommt von dem griechischen Wort Eschatos und heißt die Letzten oder das Letzte. Ja, es ist quasi die Lehre von den letzten Dingen. Die Endzeit begann, als Jesus Christus zurück in den Himmel zum Vater aufgefahren ist. Denn bereits im Neuen Testament ist davon die Rede, dass damals schon die Christen nach der Himmelfahrt Christi in der letzten Stunde lebten. 1. Johannes 2, Vers 18, dort sagt Johannes: Kinder, es ist die letzte Stunde. Also wir leben jetzt in der Endzeit, denn sie begann bereits mit der Himmelfahrt Christi und sie endet mit der Rückkehr des Königs, mit der sichtbaren Rückkehr von Jesus Christus zum letztendlichen Gericht. Und dann ist die Geschichte beendet und der Zustand der Ewigkeit ist gekommen. Wir leben in der letzten Zeit. Und auch die Ereignisse, die wir um uns herum sehen, zeigen uns, dass wir vermutlich in den letzten Minuten dieser letzten Stunde leben. Gleichzeitig können wir und sollen wir auch nicht, da diese Stunde beim Vater liegt, sollen wir nicht Zahlenspiele betreiben. Das haben alle möglichen Christen schon allzu oft versucht. Ja? Wer von euch hat den Film 2012 gesehen? Mal kurz Hand hoch, wenn ich fragen darf. Das ist doch kein christlicher Film, aber ja, gut, ein paar. Da war ja quasi die große Furcht. Und ich frage mich, wie viele sind da angstvoll gewesen? Weil es ja hieß, 2012 endet der Maya-Kalender. Und da haben etliche wirklich so ein leichtes Unbehagen gehabt. Oh weh, was ist, wenn das Ende der Welt kommt? Aber wir wissen, es kommt wirklich. Es kommt wirklich. Aber wir können nicht irgendwelche Zahlenrechnereien betreiben und dann sagen, Jesus kommt 2021 wieder. Oder dergleichen. Gleichzeitig, also es ist interessant, die Bibel ruft uns auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen, dass wir quasi sagen, ich glaube, wir stehen jetzt hier und hier, aber ich glaube, es muss zuerst noch das und das passieren, bevor Jesus kommt. Und gleichzeitig sollen wir jederzeit bereit sein. Denn der Sohn des Menschen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und das sagt Jesus nicht, um seinen Jüngern Angst zu machen, sondern er sagt es ja, wachet und betet. Wachet und betet. Seid bereit. Lebt für die Ewigkeit. Lebt so, als wäre es nur noch ein Schritt, bis ihr den Schritt in die Ewigkeit tut. Als sei die Heimrufung eine Sekunde entfernt. So sollen wir leben. Gleichzeitig dürfen wir die Ereignisse untersuchen und da auch sagen, okay, ich glaube, wir stehen hier und hier und ich glaube, es muss zuerst noch das und das passieren. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir immer von einer nahen Ankunft ausgehen sollen, von unserem Herrn Jesus Christus. Wie sollen wir vorgehen, wenn wir ein Grundverständnis über das Thema der Endzeit erarbeiten wollen? Wie sollen wir dabei vorgehen? Und das ist keine leichte Frage. Starten wir mit den Prophezeiungen des Alten Testaments? Starten wir mit denen des Neuen Testaments? Einerseits, die Neuen bauen auf das Alte auf, aber die Neuen, die erleuchten auch alles, was zuvor gesagt wurde und führen es näher und tiefgründiger aus. Was ist da die richtige Herangehensweise? Ja, ganz abgesehen von den textlichen Fragen, wo spricht der Schreiber gerade gewollt bildlich und wo spricht er gerade gewollt wörtlich? Ja. Wir wollen aber so anfangen, indem wir die Grundereignisse der Endzeit kurz erwähnen. Weil das gibt uns zumindest mal einen einfachen Überblick über das, was in der letzten Zeit passiert. Und darauf kann man dann aufbauen. Wenn ich beispielsweise einem kleinen Kind, wenn ich mit ihm im Wald bin und ich will dem Kind erklären, was ein Baum ist, dann werde ich nicht mit einem Vortrag über Photosynthese beginnen. Wenn ich zuerst einem Kind irgendwas von Photosynthese und wie da genau Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umgewandelt wird, das wird vermutlich so geschädigt sein, und so geht es einigen Christen mit der Endzeit, dass es erstmal nichts mehr von Bäumen wissen will. Wenn ich allerdings dem Kind sage, pass auf, ein Baum ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Da gibt es die Wurzeln, da gibt es den Stamm und da gibt es die Baumkrone. Ah, okay. Das kann schon ein zweijähriges Kind verstehen.
Und dann wird es vielleicht sogar selbst Fragen stellen. Und was machen die Wurzeln? Und was macht der Stamm? Und was macht die Baumkrone? Und man kann darauf aufbauen. So wollen wir es auch, so wollen wir auch an die Endzeit herangehen. Ich muss allerdings dazu sagen, es ist nicht so einfach wie mit einem Baum. Es ist allein schon nicht einfach, diese Grundereignisse festzuhalten. Denn, und natürlich, ich will euch nicht überfordern und nicht zu tief in die Thematik gehen, dass es einen verwirrt, aber es gibt auch die sogenannte präteristische Interpretation der Offenbarung, die besagt, dass alle oder fast alle Ereignisse im Buch der Offenbarung zwischen 30 nach und 70 nach Christus bereits passiert sind. Darauf, also es gibt verschiedene so kleinere Minderheitspositionen, auf die kann ich natürlich in dieser Predigt nicht eingehen. Ich gehe heute von drei Grundpositionen aus. Aber bevor wir diese drei Grundpositionen von unterschiedlichen Herangehensweisen uns anschauen, lass uns erstmal die Grundereignisse der Endzeit betrachten. Und das habe ich versucht so zu machen, dass es quasi von der Klarheit mit dem Klarsten beginnt und dann weiter abwärts geht zu den Dingen, die zunehmend schwerer sind zu interpretieren und wo es auch verschiedene Ansichten zu gibt. Das Erste, worüber wir uns alle als bekennende Christen einig sind, ist, und viel weiter geht es auch nicht mehr, Jesus Christus kommt leibhaftig wieder zum letzten Gericht. Das ist, wo wir alle als Christen einig sind. Halleluja. Ja? Viel mehr Einheit haben wir leider nicht. Das Zweite, was auch von den meisten sehr klar anerkannt ist, ist die Tatsache, dass es, bevor Christus kommt, ein Antichristus kommen wird. Ein Antichrist. Von dem an verschiedenen Stellen, allem voran im Buch der Offenbarung, die Rede ist. Das Dritte ist, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Wobei auch hier die Frage ist, wie genau, wann genau und auch wo genau. Und das Letzte, was ein Grundpfeiler ist, wo viele, sei es auch, dass hier unterschiedliche Verständnisse vorzufinden sind, sich einig sind, ist die Tatsache der Entrückung der Gemeinde. Und jetzt endlich lade ich euch ein, die Bibel aufzuschlagen im Buch der Offenbarung, denn wir gehen heute einfach mal, weil wir auch nur sehr begrenzt Zeit haben, an das heiße Eisen der Endzeit. Und das ist Offenbarung Kapitel 20. Und ich möchte hier gerne eine längere Textlesung machen, bis hinein ins Kapitel 21. Und was wir hier vor uns haben, Geschwister, ist nichts Geringeres als der Abschluss der Geschichte und der Beginn des ewigen Zustands. Offenbarung, Kapitel 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den vier Enden der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist.
Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen, von Gott, bereitet für eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Wir befinden uns in diesen Zeilen nicht nur am Ende der Bibel, sondern auch am Ende der Endzeit. Ihr habt es gerade gesehen, der Übergang von den letzten Ereignissen der Geschichte hinein in den ewigen Zustand, nachdem es zwar Leben gibt, aber keine Veränderung mehr, keine Veränderung des Zustandes. Die einen verdammt unter Strafe, die anderen glückselig dort, wo Gott wohnt. Und dieser Text vereint in sich einige wichtige Punkte, die in den letzten Tagen passieren. Wir lesen hier in dem Text von mehreren solcher Dinge. Das eine, was sich, glaube ich, 6 oder 7 Mal in dem Text wiederholt, ist diese Zeitangabe, dass da etwas kommt, nämlich ein Reich, was 1000 Jahre lang dauert. Was wir aber auch lesen, ist hier von einem Tier und von dem Zeichen des Tieres. Und um das besser zu verstehen, lade ich euch ein, kurz in Offenbarung 13 zu gehen. Und dort lese ich die Verse 7 bis 8 und die Verse 16 bis 18. Dort ist die Rede von dem Tier. Und dort heißt es: Und ihm wurde gegeben, dem Tier, als Achtung, ja, ihm wurde gegeben, die Rede ist von Gott gegeben, ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Gewalt gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Und noch die Verse 16 und 17. Und das Tier bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres
oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Warum ist das so interessant, auch gerade in unseren Tagen, was wir hier lesen? Nun, diese Texte sind fast 2000 Jahre alt. Und hier ist die Rede von einem Tier, was nichts anderes ist als der Antichrist, ja, was ein Mensch sein wird. Ein Mensch sein wird, von dem es hier heißt, dass er Macht bekommen wird. Nämlich über jede Nation, jede Sprache, jeden Stamm. Johannes hat vor 2000 Jahren bereits angekündigt, dass es zu einer Globalisierung der Welt, die damals noch als unendlich groß angesehen wurde, dass es zu einer Globalisierung kommt bis zu dem Maß, da es einen Weltregenten geben wird. Die Offenbarung redet also ganz klar von einer Weltregierung. Zuerst kamen die Schiffe, die Welt wurde etwas kleiner. Viele, viele Jahre später Flugzeuge, alles innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen erreichbar. Und jetzt hast du vermutlich mit dem, was du gerade in deiner Tasche hast, könntest du jetzt mit jemandem, der auf der anderen Seite des Globus ist, von Angesicht zu Angesicht sprechen. Die Welt ist ein Wohnzimmer geworden. Und die Bibel hat es vor 2000 Jahren gesagt. Und wir müssen uns wirklich in die Zeit der damaligen Menschen versetzen. Natürlich, heute blicken wir zurück und sehen so Stück für Stück, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Aber sehen wir auch, wie unglaublich das gewesen sein muss, als es aufgeschrieben wurde. Und dennoch sehen wir, dass genau das bereits von Gott prophezeit wurde. Und warum ist das so interessant, gerade in unseren Tagen? Nun, unabhängig davon, was man über Corona, die Corona-Krise denkt, kann man Folgendes ganz nüchtern festhalten. Wir befinden uns jetzt gerade mitten in dem bisher globalsten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Sind wir soweit einer Meinung? Ich denke ja. Es gab noch nie so ein globales Ereignis. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Moment hattet, weil man lebt ja doch so in dem Denken, ja, bei uns Corona, wir tragen Masken und dann siehst du irgendwo auf YouTube, ja, dann folgst du dummerweise mal wieder, fällst du in diese Falle, den Videovorschlägen zu folgen und dann wird dir auf einmal irgendein Video von irgendeinem Stamm mitten im Urwald gezeigt und die Leute tragen Masken. Und du denkst dir, du liebe Zeit, die ganze Welt ist betroffen. Nicht nur das, wir haben auch erstmals jetzt wirklich ein komplett globales Problem, eine globale Herausforderung. Zum ersten Mal. Selbst die Weltkriege waren nicht so global wie das, was wir heute erleben. Es ist das globalste Ereignis. Und das in ganz verschiedener Hinsicht. Und folgenden Satz kannst du dir merken. Globale Probleme erfordern globale Lösungen. Diesen Satz kannst du dir merken. Mit diesem Satz wirst du sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr und mehr vertraut werden. Und ich bin nicht hier dazu da, um Panik zu machen. Ich glaube auch nicht, dass die Corona-Krise quasi das letzte Ereignis ist. Das glaube ich persönlich. Ich glaube allerdings ganz klar, dass dies eine von mehreren Wehen der Endzeit ist und uns als Menschheit einige Schritte weiter führt in Richtung Ende. Das World Economic Forum, das Weltwirtschaftsforum. Und hier ist ganz wichtig, das kann jeder googeln, hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, das hat nichts mit irgendwelchen geheimen Weltregierungssystemen zu tun. Nein, es ist ganz real, es ist auch ganz nüchtern. Es ist auch noch nicht super weit fortgeschritten, aber das ist quasi ein Think Tank, ein Ideenaustausch der mächtigsten Leute auf Planet Erde. Und dort sind die größten und einflussreichsten Firmen der Welt vertreten. Das ist öffentlich, das ist nichts Geheimes, das ist alles gut. Da sind Firmen drin wie Coca-Cola, Nestle, Facebook, Apple und viele, viele mehr. Also quasi die Giganten unserer Zeit, die sitzen da alle zusammen. Und in diesen Tagen findet dieses Treffen statt, wenn auch digital. Und das Thema von der diesjährigen Tagung, die jährlich stattfindet, lautet The Great Reset.
der große Reset. Und nein, was sie damit nicht meinen ist, ab jetzt versuchen wir, diese Krise zu nutzen, um eine Weltregierung zu etablieren und alle Menschen zu knechten. Nein, nein, nein. Es ist weit komplexer. Aber ich möchte uns auf das aufmerksam machen, was schlicht und ergreifend passiert. Denn diese Menschen treffen sich um, und das wurde quasi im Vorhinein auch veröffentlicht, deswegen ist es auch dieser Titel, der große Reset. Sie treffen sich, um diese Krise zu nutzen, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten. Und das Ziel ist positiv, nämlich die Weltwirtschaft gerechter zu gestalten. Ich möchte uns nur darauf aufmerksam machen, dass das wirklich eine greifbare Realität ist, die jetzt gerade stattfindet. Der große Reset. Weltweit vereinheitlichen, weltweite Maßstäbe einführen, die für alle verbindlich gelten, sodass wir ganz nüchtern und klar sagen können, ihr Lieben, es ist absolut kristallklar, wo die Reise hingeht. Die Bibel sagt die Wahrheit. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn ihr mal in Kapitel 13, Vers 17 reinschaut, denn in unserem Bibeltext in Offenbarung 20 ist ja nicht nur die Rede von dem Tier, sondern auch von dem Zeichen des Tieres, von dem Mahlzeichen. Und da heißt es ja hier in Offenbarung 13, 17, niemand wird kaufen oder verkaufen können, der das Mahlzeichen nicht hat. An der rechten Hand oder an der Stirn, so heißt es hier. Ja. Natürlich ist auch da die Frage, was ist symbolisch, was ist wörtlich, was bedeuten die Symbole? Aber es wird auf jeden Fall etwas geben, was alle Menschen für sich annehmen werden, und zwar global, denn hier ist die Rede von einem globalen Reich. Und wenn sie sich weigern, heißt es hier, können sie nicht mehr kaufen oder verkaufen. Mit anderen Worten, sie können gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie gehören nicht mehr dazu. Und auch hier müssen wir sagen, wow, wir sind nicht mehr weit von diesen Möglichkeiten entfernt. Genau genommen, die Möglichkeiten sind bereits alle fertig entwickelt und abgeschlossen. Ja, etliche Christen, die rennen um und sagen, morgen wird der Chip für alle eingeführt. Und also ich weiß, vermutlich haben die meisten schon mal von sowas gehört, dass es mittlerweile auch digitale Chips gibt, die dann verabreicht werden, in den meisten Fällen auch in die Hand. Und viele machen das, weil du kannst mit diesen Chips auch quasi bezahlen, ja, da sind alle deine Infos drauf, etc. pp. Klar, überall laufen kleinere Experimente, aber wir sehen das quasi jetzt global, und bitte versteht mich nicht falsch, ja, jemand ruft mich an und sagt, Peter, darf ich mich impfen lassen? Hilfe, ist das jetzt vielleicht schon irgendwas Schreckliches? Und meine Meinung ist, nein, das ist nichts Schreckliches. Die Frage ist, okay, wie gut ist dieser Impfstoff, wie nützlich, wie effektiv ist dieser, das sind Fragen, aber es ist kein religiöser Akt der Anbetung, um sich impfen zu lassen. Und das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, das wird ein Akt der Ergebung. Genauso wie die Christen früher eingefordert wurden, Cäsar anzubeten und sich vor ihm zu beugen, als ein Akt der Anbetung, nicht des Gehorsams, als Akt der Anbetung, und sie mussten sich weigern. Genauso wird es mit dem Zeichen des Tieres sein, dass dies bedeutet völlige Ergebenheit. Und auch wenn es hier wirklich nur um eine Impfung geht, ihr Lieben, will ich nur darauf aufmerksam machen, sehen wir, dass gerade global Menschen ein Mittel verabreicht bekommen. Die Möglichkeiten sind da. Die Technologie ist da. Und wir leben ja nicht nur in einer politischen und geografischen Globalisierung, sondern auch in einer digitalen Globalisierung. Das bedeutet, und etliche von euch haben bestimmt schon den digitalen Personalausweis, ja? Wenig Bargeld, mehr alles auf Bankkarten, alles online, alles abgespeichert, alles digitalisiert, alles abrufbar. Und es ist auch kein Geheimnis, wie Social Media all unsere Daten sorgfältig abspeichert, bis dahin, wie viele Millisekunden du auf ein bestimmtes Bild oder auf eine bestimmte Werbung schaust, um auszuloten, wie man dich weiter an der Stange halten kann oder wie man dir Dinge besser verkaufen kann. Probier das einmal aus. Geh mal auf eine der sozialen Plattformen, guck dir eine Werbung an, klick drauf, und du wirst die nächsten Wochen mit diesem Produkt, egal wo du bist, ob bei GMX, E-Mails oder bei Amazon oder sonst wo, du bekommst Werbung für dieses Produkt. Sie sind Profis. Also, ich hoffe so sehr, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Lasst uns bitte nüchtern sein,
aber gleichzeitig mit offenen Augen sehen, was hier gerade passiert. Denn die Basis und das Fundament für eine globale Regierung wird gelegt. Und das soll uns einfach nur zeigen, erstens mal soll uns faszinieren, wie genial und weise und vorausschauend das Wort Gottes ist. Ja, wer kann das erklären, wenn er die Inspiration der Heiligen Schrift verleugnet? Lasst uns weder in Panik verfallen, noch in Trägheit. Denn das alles mit eigenen Augen zu erleben, und das ist eine spannende, und ich sage es einfach mal auch so, es ist eine gute Zeit, in der wir leben, in der sich das alles erfüllt und wir als Gemeinde unserem Auftrag in dieser herausfordernden Zeit gerecht werden dürfen und von Gott in diese Zeit hineingeboren wurden, jetzt Zeugen zu sein für den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte uns als Gemeinde zurufen, wenn es einen Punkt gibt, wo du dich entscheidest, ab jetzt ganze Sache mit Jesus zu machen, dann ist jetzt der Moment gekommen. Lasst uns jetzt und heute aufhören mit einer halben Nachfolge. Lasst uns wirklich zur Ehre Gottes leben und so auch zu unserer eigenen Glückseligkeit. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch jetzt in diesem Leben. Dies ist ein Weckruf und es ist auch ein Weckruf an dich, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist. Dass du siehst, was global gerade passiert und dass dieses Wort darauf vorbereitet. Und ich kann nur eins sagen, wer sich die Offenbarung durchliest, der wird sehen, was uns erwartet an Schwierigkeit und an Herausforderung. Zurück zu unserem Text. Und die Zeit rennt. Ich möchte zumindest noch versuchen, einige Grunddaten, wenn man so will, weiterzugeben. Hier in dem Text ist quasi der Abschluss der Geschichte. Ja? Da ist kurz davor, am Ende von Kapitel 19, sehen wir, wie das Tier und der falsche Prophet aus dem Weg geräumt werden vom Herrn. Und danach kommt ein Engel und er bindet den Satan für 1000 Jahre. Und diese 1000 Jahre, die sind allein deshalb schon interessant, weil sie so oft hier in diesem Text erwähnt werden. Und die Frage ist, wie genau ist denn der Abschluss dieser letzten Ereignisse? Was genau wird noch passieren? Und in wenigen Worten gesagt, es gibt wenige, die glauben, dass es gar kein 1000-jähriges Reich gibt. Aber von denen, die glauben, dass es ein 1000-jähriges Reich gibt, gibt es verschiedene Auffassungen. Und da kommen wir zu diesen überkomplizierten Begriffen des Postmillennialismus, des Amillennialismus und des Prämillennialismus. Und es klingt erstmal kompliziert, aber Millennialismus kommt von Millennium und heißt 1000. Warum ist es gut, wenn man sich mit der Endzeit auseinandersetzt, mit dem 1000-jährigen Reich zu beginnen? Es ist deshalb gut, weil alle anderen Ereignisse sich mehr oder weniger so damit zu verknüpfen sind und daran ausrichten, je nachdem, wie wir das 1000-jährige Reich verstehen. Okay? Deswegen habe ich auch diesen Text für heute ausgewählt. Ich möchte ganz kurz erklären, was die verschiedenen Positionen glauben. Der Postmillennialismus, das bedeutet so viel wie, dass Christus erst post, also nach dem Millennium wiederkehren wird, sichtbar. Das bedeutet, Postmillennialisten glauben, dass quasi in unserer Zeit, bevor Christus kommt, es ein 1000-jähriges Reich auf der Erde geben wird. Das sind quasi die Optimisten unter den Christen. Denn sie glauben, dass das gepredigte Evangelium irgendwann alle Nationen nicht nur erreicht haben wird, sondern alle Nationen dominieren wird und mehr oder weniger hier schon eine Vorstufe einer heilen Welt erreichen wird, sodass am Ende dieses Millenniums, eines, was noch nicht unbedingt begonnen haben muss, aber was bald beginnen wird, wo Gerechtigkeit auf der Erde herrscht, dass am Ende dieses Millenniums quasi Christus wiederkommt und dann die Geschichte zu einem Ende führt. Das ist der Glaube der Postmillennialisten. Das ist eine Position, die von nicht vielen heute vertreten wird, weil so viele Ereignisse eher dafür sprechen, dass es schwieriger wird. Der Weltverfolgungsindex von Open Doors wurde veröffentlicht und man sieht, die Christenverfolgung steigt um aber und aber Millionen gläubige Christen.
da scheint überhaupt nichts besser zu werden. Und wenn wir uns die politische Situation in der westlichen Welt anschauen, da scheint auch nichts darauf hinzudeuten, dass das Evangelium irgendwie unser Land oder die Vereinigten Staaten oder Europa kurz davor ist, quasi da immer mehr an Einfluss zu gewinnen. Nein, nein, es macht alles eher einen negativen Anschein, als würde es schwerer werden. Und das ist auch mit ein Grund, warum etliche nicht an diese Position glauben, auch wenn es wirklich ein schöner Gedanke ist. Nächste Position ist der Amillennialismus. Wenn jemand Atheist ist, dann glaubt er, dass es keinen Gott gibt. Amillennialisten glauben, dass es kein sichtbares tausendjähriges Reich gibt. Sie glauben allerdings, deswegen ist dieser Begriff auch nicht perfekt, sie glauben, dass es ein tausendjähriges Reich gibt und dass dieses Reich jedoch eine unsichtbare Realität ist. Denn Christus, sagen sie, hat jetzt seinen Thron im Himmel eingenommen und er regiert. Und sie sagen auch, als Christus kam, was hat er zuerst gesagt, als er anfing zu predigen? Er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und er sagt auch, das Reich der Himmel ist angebrochen. Und Jesus sagte auch, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen, womit er seinen Sieg über Satan gemeint hat. Das bedeutet, sie sagen, mit dem vollbrachten Werk Jesu begann das nicht wörtlich tausend, aber bildlich gesprochen tausendjährige Reich, quasi eine extrem lange Zeitperiode der Herrschaft von Christus, die auch durch seine Gemeinde hier auf der Welt vorangebracht wird. Und dann kommt das Ende. Also ich breche es jetzt natürlich sehr einfach herunter. Natürlich, ich komme direkt zum letzten, nämlich der Prämillennialismus. Und da möchte ich dazu sagen, ich lehne mich vorsichtig in diese Richtung des Prämillennialismus. Der Prämillennialismus glaubt, dass Christus vor dem tausendjährigen Reich, was ein wortwörtliches tausendjähriges Reich sein wird, wiederkommen wird. Und das ist auch ein Problem mit der amillennialistischen Sichtweise, dass sie ja sagen, der Satan ist besiegt und hinausgeworfen. Und das stimmt. Aber hier heißt es im Text, dass eine Zeit kommt, wo der Satan, Vers 2 und 3, er wird gebunden und er wird geworfen in den Abgrund, sodass er die Nationen nicht mehr verführen wird. Ja? Und in Epheser 2 steht beispielsweise, und da geht es um die Ist-Zeit, nicht um die Zukunft oder die Vergangenheit, Satan ist der Fürst dieser Welt. Er ist wirksam in den Söhnen des Ungehorsams. Er wirkt in dieser Welt. Jetzt ist sein Titel, er ist der Fürst dieser Welt. Er ist nicht hinausgeworfen, aber hier ist die Rede davon, dass der Satan wirklich aus dem Verkehr gezogen wird für eine Zeit und danach, ab Vers 7, wieder freigelassen wird. Und dann kommt das Ende. Dann kommt die zweite Wiederkehr Jesu. Und warum ich mich in diese Richtung lehne, des Prämillennialismus, dass es zuerst ein tausendjähriges Reich gibt, bevor es die zweite Wiederkunft Jesu gibt, ist der einfache Grund, dass ich glaube, dass die Gemeinde eben nicht Israel ersetzt hat. Wenn ihr das Alte Testament lest, ja, dann seht ihr so viele Verheißungen, dass es zu einem Punkt kommen wird, an dem der Herr von Zion aus, von Jerusalem aus, von seinem Tempel aus über die Welt regieren wird durch Israel. Und das ist auch die Verheißung, die Gott David gegeben hat, dass er auf dem Thron sitzen wird und dass dieser Thron letztendlich ein Thron wird, zu dem alle Nationen kommen werden. Und was mich auch dazu bringt, zu glauben, dass die Gemeinde eben nicht Israel ersetzt hat, ist einerseits Römer 9 bis 11. Wir sind nur eingepfropft und Gott hat sein Volk nicht verworfen, sondern wir wurden eingepfropft bis zur letzten Zeit, an dem auch ganz Israel noch errettet werden wird. Also es ist im Neuen Testament die Rede davon, dass es noch eine klare Rollenbestimmung für das ethnische Israel, das jetzt gerade in Verstockung ist und Jesus als Messias ablehnt, dass es für sie noch eine Zeit gibt, wo Gott seine Verheißungen an sein Volk wahrmachen wird. Was die Treue Gottes uns vor Augen hält, dass sein Volk verstockt, aber nicht verworfen ist, dass er seine Bündnisse nicht bricht. Und dass er alle seine Verheißungen, die er auch den Vätern und den Juden gegeben hat, dass er sie noch erfüllen wird.
Und deswegen glaube ich, dass es eben noch ein irdisches Reich geben wird, das quasi Israel zur Herrlichkeit bringen wird. Sie haben bis zur endgültigen Verwerfung von Israels den Bund mit Gott gebrochen. Und das wisst ihr. Jeder, der das Alte Testament einmal gelesen hat, der weiß es. Aber hat das Gottes Verheißungen an Israel aufgehoben? Nein. Gott wird sie wiederherstellen. Und deshalb ist auch die Rede in der Offenbarung so viel von Israel. Und im Neuen Testament wird übrigens immer sauber unterschieden zwischen Gemeinde und Israel. Da wird die Gemeinde nicht, man kann über Galater 6, da werden wir aber, da wir sowieso über Galater sprechen werden, da werden wir drüber sprechen. Aber das Neue Testament unterscheidet Israel und die Gemeinde. Und auch, was auch so interessant ist, im Buch der Offenbarung, da ist nach Kapitel 3 von der Gemeinde gar keine Rede mehr. Die Gemeinde wird in Kapitel 4 bis 18 im Buch der Offenbarung nicht ein einziges Mal erwähnt. Im Gegenteil, was erwähnt wird im Verlauf der Offenbarung ist, nur mal als Beispiel, Kapitel 7, Vers 4, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Und immer wieder liest man in diesen Kapiteln von Israel und von Begrifflichkeiten, die an Israel erinnern. Womit ich zu einem letzten Punkt komme und dann auch wirklich zu einem Ende komme. Aus diesen ganzen Dingen schlussfolgere ich, dass vor dem tausendjährigen Reich und auch vor der Trübsalzeit, nämlich vor der ausführenden Regentschaft des Antichristen, dass die Gemeinde vorher entrückt wird. In einem Moment. Plötzlich. Jetzt bringe ich zwar ein neues Thema rein. Ich war gerade bei Prämillennialismus. Ich glaube, dass es dass zuerst Christus wiederkommt und dann ein tausendjähriges Reich mit dem Volk Israel auf Planet Erde haben wird für eine entweder tausendjährige oder anderweitige Zeitperiode und dass dann das Ende kommt. Aber was passiert zuvor? Wir wissen, zuvor kommt der Antichrist und es kommt zu diesem globalen Reich. Es kommt zu dieser Trübsalzeit, in der ein Drittel der Menschheit, ein Viertel der Menschheit getötet werden wird. Das steht in den Kapiteln 4 bis 18, könnt ihr nachlesen. Ja, die Frage ist, wo ist die Gemeinde? Erstmal ist es interessant, sie wird in diesen Kapiteln nicht erwähnt. Und was auch so interessant ist, wenn ihr, und das würde ich euch noch bitten aufzuschlagen, in Offenbarung 3, Vers 10. Ja, weil in den Kapiteln 1 bis 3 ist nur die Rede von der Gemeinde. In Offenbarung 1 bis 3, okay? Und da sind auch die Sendschreiben an die Gemeinde. Und jetzt steht hier Interessantes, und das ist quasi relativ knapp vor Kapitel 4, Offenbarung 3, Vers 10, da spricht Gott zu seiner Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Du hast mein Wort bewahrt, ich werde dich vor der großen Versuchung bewahren. Und wie gesagt, nichts beim Thema Endzeit ist einfach, aber ich verstehe diesen Satz zusammen mit den Begrifflichkeiten, die Jesus gebraucht hat. Er spricht ja davon, zwei werden auf dem Feld sein, einer wird hinweggenommen werden, der andere nicht. Dass daraus zu schließen ist, dass wir als Gemeinde plötzlich entrückt werden, das ist, ich kann gut verstehen, wenn das für Außenstehende wirklich so klingt, als würden wir jetzt Science Fiction glauben, aber ihr Lieben, wir glauben an Gott und Gott hat die Macht, seine Gemeinde zu einem Zeitpunkt, wann er es für richtig hält, aus der Welt zu sich zu holen. Und nebenbei steht das auch in 1. Thessalonicher 4, dass Christus uns zu sich rufen wird und wir werden sein bei dem Herrn. Wir werden entrückt werden beim Klang der letzten Posaune. Das bedeutet, was uns erwartet ist, dass es sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiterhin darauf hinausläuft, dass für globale Probleme zunehmend nach globalen Lösungen gesucht wird. Ich sage nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren alles über die Bühne geht. Ich sage auch nicht das Gegenteil. Wir wissen, dass Dinge sehr, sehr schnell sich ändern können. Das hat auch diese aktuelle Krise gezeigt. Dann wird es letztendlich zur Trübsalzeit kommen, wenn es zu einem Weltregenten kommen wird. Und da sagt auch die Bibel über diesen Antichristen, er wird Zeichen tun im Himmel und auf der Erde. Das heißt, Geschwister, egal ob wir in den Nachrichten oder von Leuten hören, von irgendwelchen Wundern, dann sagen wir nicht, nee, das glaube ich nicht, nur Gott kann Wunder tun. Nee. Gott gibt auch diesen bis dahin noch existierenden Feinden ein gewisses Maß an Macht.
Ja, und deswegen wissen wir das und brauchen deshalb auch überhaupt nicht zu zweifeln, diese Dinge werden passieren. Und vor der Trübsalzeit, so glaube ich, wird Gott seine Gemeinde entrücken. Aber egal, selbst wenn es so wäre, dass Gott die Gemeinde nach der Trübsalzeit ruft oder inmitten der Trübsalzeit, lasst uns das vor Augen halten. Der, der die Geschichte der Endzeit geschrieben hat, ist der, der für uns gestorben ist und der uns liebt. Und er weiß am besten, was der Plan ist, der ihm am meisten Herrlichkeit und uns als seinem Volk am meisten Freude gibt. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Es tut mir leid, ich musste am Schluss sehr viel noch so rüberbringen. Ich hoffe, dass es trotz allem nicht zu kompliziert war. Aber die Essenz davon ist nicht eine theoretische Abhandlung, sondern dass wir uns heute freuen und sagen, ja, unser Herr regiert jetzt. Er kommt bald. Wir beten, dass er kommt. Und wir wollen darauf gewappnet sein für das, was uns hier erwartet. Und wir haben heute gehört, was mit denen passieren wird, die an Christus glauben und ihm gehören. Und wir haben auch heute gelesen, was mit denen passiert, die ihn abweisen. Ihr Lieben, lasst uns das Evangelium predigen, aller Schöpfung. Lasst uns heute damit anfangen. In Jesu Namen. Amen.